Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Meine Freunde, was geht? Was bringt ihr momentan eine Menge Klicks? Memes, richtig. Und was ist noch geil? Fortnite. Und was bringt das gemeinsam, meine Freunde? Eine unglaublich große Menge Klicks. Und deshalb habe ich Thomas mal wieder in die unendlichen Weiten des Internets geschickt, damit er sich ein Bild machen kann, was überhaupt gerade Memes über das Spiel Fortnite aussagen. Ja, und dementsprechend, meine Freunde, haben wir wieder wunderschöne Screenshots, wunderschöne Hahaha und richtig lustige mit am Start, meine Freunde. Setzt euch die Cringe-Brillen auf, es wird wieder krank unangenehm, denn es ist ein neues Video von Revinzeit. Und ich würde sagen, wir fangen halt mit dem ersten Meme an, meine Freunde. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten Meme, und zwar When the whole squad buys the new skins. Ja, das kommt tatsächlich ganz gut hin, meine Freunde, weil die Fortnite-Skins sind dermaßen bunt und durch mich, dass sie eigentlich, wenn man als Team zusammen mit verschiedenen Skins spielt, nur aussieht wie eine Gruppe von schwer erziehbaren Sonderschülern, die ihr Kostüm von zu Hause mit in die Schule nehmen durften. Kurze Geschichte dazu. Ich bin selber so jemand gewesen und trage regelmäßig Prinzessin Elsa-Kostüme. Ich freue mich jetzt über sämtliche Photoshop-Arbeiten. Bitte verlinkt mich auf Instagram drauf. Dab. Meine Freunde, kommen wir gleich zum nächsten Bild. Und zwar, he's probably thinking about other women. I hit him with a pump shotgun from close range and it only did 7 damage. Damn! Leute, genau so sieht es abends bei Jody mir im Bett aus. Jody denkt bestimmt, ach, also ich würde jetzt Jody nicht unterstellen, dass sie sowas von mir denkt. Ich meine, ich bin der liebe Kerl, Leute, ja? Ja, ich glaube, Jody denkt sich halt, oh mein Gott, woran denkt er gerade schon wieder? Und ich denke mir halt so, verdammt normal, ich habe ihn in den Kopf getroffen mit einer Pumpgun auf so eine Entfernung. Wie kann diese Waffe nur 7 Damage machen, verdammt normal? Entschuldigung, wir sind ein deutscher Kanal. 7 Schaden. Wie kann diese Waffe nur 7 Schaden machen? Das Meme kurz erklärt, auseinandergenommen, den Witz auf jeden Fall damit zerstört. Machen wir direkt weiter mit dem nächsten Meme, meine Freunde. Ist ja einfach Fortnite in Real Life, Leute. Da hat wirklich jemand einen Boden hingesetzt. 4 Dinger drumherum, also 3 Wände drumherum und eine Treppe drauf, Leute. Denn von da oben, das ist nämlich die neue Map, meine Freunde. Das ist nämlich Tilted Towers 2.0, ja? Und von da oben wird es quasi gesniped. Jetzt mal ganz ehrlich, wer baut denn sowas, Alter? Ich meine, wir können ja mal ganz kurz rangehen, Leute. Welcher Mensch baut sowas? Also, wie hält das? Und vor allen Dingen, welchen Zweck hat das? Wenn das nicht unbedingt ein Ausguck ist zum Snipen, dann tut mir leid, dann wüsste ich jetzt nicht besser. Also, ja. Fortnite, in real life, okay. When you slide down a large mountain and you already know you're going to take fall damage. Oh mein Gott, ich hasse es, meine Freunde. Dieses Meme ist einfach mein Leben schlechthin. Ihr kennt das, ihr geht so... Habt so richtig gute Laune und denkt mir so, ja, mir kann nichts passieren. Und dann ist der auf einmal vor euch, meine Freunde. Ein Berg mit so einer Höhe. Und ihr rutscht den kompletten Berg hinunter und rechnet euch schon im Kopf aus, okay? Wenn ich unten angekommen bin, habe ich 10 Damage. Da warten 4 Gegner mit einer Shotgun. Ich bin down. So und nicht anders, meine Freunde. Das Ding ist ja bei Fallschaden bei Fortnite sowieso. Manchmal kriegt man von so einer kleinen Höhe irgendwie 100 Fallschaden. Und teilweise bin ich ja schon vom Hochhaus runtergesprungen und ganz knapp nur an irgendeiner Ecke hängen geblieben, meine Freunde. Und hab 0 Fallschaden bekommen. Also Epic Games. Da auf jeden Fall mad Respect. Und ich glaube, genau diese Mimik, die dieses Kind hat, spiegelt die Mimik, die ich quasi jedes Mal bei Fortnite spielen habe, perfekt wieder. Zuerst ängstlich, dann wütend und dann unglaublich wütend. Das ist ungefähr so meine Visage jedes Mal, wenn ich spiele. Es tut weh, es tut einfach nur weh. When you see a battle in Fortnite, but you're not sure you should engage. Ohne Witz, Leute. Man kennt das so. Man sitzt so oben auf einem Berg mit der Sniper und denkt so, oh ja, ich bin der härteste Motherfucker. Ich habe von hier oben alles im Blick. Und dann spottet man mit seinen Adleraugen. Psch, man hört die Schüsse. Die Ohren fahren aus, meine Freunde. Man sieht ungefähr 100 Meter unter seinem Berg 2 Spieler kämpfen. Und man überlegt wirklich 30 Sekunden lang, soll ich jetzt eingreifen oder nicht? Weil im Regelfall, wenn man dann eingreift, hat man das Gefühl, als würden beide Leute auf einmal gegen ein Team und dann ist man down. Und ich mache das tatsächlich gerne so und warte, bis der eine down ist und sich dann hochhalten. Dann komme ich von hinten angesneakt und töte ihn dann. Auf jeden Fall lustiges Meme, das gibt von mir 3 von 4. When you wanted Fortnite and haven't told anyone in 5 minutes. Ohne Spaß, Leute. Ich sehe auf Instagram, auf Snapchat, auf Facebook teilweise, sogar auf Twitter, meine Freunde, Leute posten immer noch ihre Fortnite-Wins. What the fuck, Leute? Ein Fortnite-Win. Den kann man damit erreichen, indem man bis zum Ende in seinem gottverdammten Busch hängen bleibt, meine Freunde. Man sitzt da, campt, drückt einen Lucky Headshot mit einer Pistole oder schmeißt eine Granate auf den Gegner, während er sich gerade heilt. Und man hat gewonnen, meine Freunde. Ein Fortnite-Win ist nichts Besonderes, meine Freunde. Ihr müsst nicht jedem verdammt nochmal davon erzählen, dass ihr in Fortnite gewonnen habt. Und vor allen Dingen, meine Freunde, dieser Drang ist zu erzählen. Ich weiß ganz genau, wie groß er ist. Behaltet es einfach für euch. So spannend ist es dann doch nicht. New Map-Konzept. Finde ich geil, meine Freunde. Ist eigentlich echt interessant. Wailing Woods in der Mitte und sonst einfach nur Wald. Fände ich einfach nur geil. Ich fände es super, super spannend. Vor allen Dingen könnte man dann riesige Festungen aus kompletten Holz bauen, meine Freunde. Und hier sieht man schon, meine Freunde, Tilted Towers ist weg. Ist das etwa die neue Map im Battle Pass, meine Freunde? Wird das etwa die neue Fortnite-Map werden? Wir wissen es nicht. Wir bleiben gespannt. Ich werde später den Fortnite-Code noch ein bisschen auseinandernehmen und mal gucken, ob das auch stimmt. Krank unangenehmes Video mal wieder von meiner Seite hier. Ich fände es cool, wenn das komplette Ding einfach mit Wald bedeckt wäre. Also, das macht auf jeden Fall Spaß, ja. Tomorrow Boys.
Das passt einfach so gut, Leute. Da kommt die graue Tactical Pump als Metroid in die Stadt. Eine riesige Explosion. Wie viel Damage macht sie? 6 Damage in Tilted Towers, meine Freunde. Das beschreibt einfach mein Leben so unglaublich, Leute. Epic Games, bitte. Die Shotguns, sie haben Probleme. Seht es ein. Seht es Gottverdammt nochmal ein. Ich meine, mir ist das egal, weil ich treffe eh nichts. Aber es gibt dann auch so Spieler, die treffen mit diesen Waffen tatsächlich, meine Freunde. Und die hätten gerne teilweise mal mehr als 6 Schaden pro Schuss. Das wäre echt geil. Dankeschön. What the crossbow is used for? Killing enemies, shooting arrows by your friends to scare them. Absolut richtig, meine Freunde. Wie nutzt ihr den Crossbow in Fortnite? Feinde damit töten? Ich glaube, ich habe bis jetzt damit 4 oder 5 Leute genockt. Aber, meine Freunde, was man natürlich damit macht, ist auf seine eigenen Teammates schießen, damit die Angst haben und sich die ganze Zeit fragen: Yo, wo kommt dieser Pfeil her? Yo. Ohne Witz. Beste Beschäftigung, meine Freunde, wenn man nicht gewinnen will. Kann ich nur empfehlen. Dann verliert man auf jeden Fall 100%ig. After you clear tilted. Was? Wie geil ist das denn? Hä, ist das gefotoshoppt? Muss ja gefotoshoppt sein, oder? Aber wenn es gefotoshoppt, dann ist... Naja, okay, es wirft keinen Schatten. Es ist auf jeden Fall gefotoshoppt. Aber, crazy gut. Crazy gut. Also man sieht hier auf jeden Fall ganz klar John Wick, der sich hier gerade einen Chuck-Chuck gönnt. A.K.A. Keanu Reeves als John Wick-Schauspieler, ja. Der Chuck-Chuck tut auf jeden Fall, nachdem er komplett tilted zerstört hat, richtig, richtig gut. John Wick, wie gesagt, einer der Filme, die ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde. Fand ich ganz okay, aber dann doch Besseres, wa? When you watch your whole squad get clapped by John Wick skin and you manage to get away. Das bin einfach jedes Mal ich. Und dann bin ich dieser Typ, meine Freunde. Ich übersetze natürlich nur mal ganz kurz für euch, für die bisschen minder Bemittelten hier im Video. Wenn dein ganzer Squad von einem einzigen John Wick Skill... Wenn dein ganzer Squad von einem einzigen... Wenn dein ganzer Squad von einem einzigen John Wick Skill hat... Wenn dein ganzer Squad von einem einzigen John Wick Spieler... Ich kann nicht reden, Mann! Okay, nochmal. Wenn dein ein... Shit. Ich übersetze natürlich nur mal ganz kurz für euch, für die bisschen minder Bemittelten hier hin. Wenn dein ganzer Squad von einem einzigen John Wick-Spieler zerstört wird und du es schaffst, irgendwie zu entkommen. Ja, meine Freunde, das bin dann ich. Ich stehe dann da mit einem HP und denke mir so, ja, Mann, ich bin der König. Und dann schreie ich noch meine ganzen genockten und gedownten Mates an und sage, Digga, wieso habt ihr nicht gekillt? Ich meine, ich hab's geschafft, ja? Ich hab's geschafft, ich bin entkommen mit einem HP, hä? Sieht mich an! Und dann, meine Freunde, kommt von hinten jemand aus der Zone mit der Pickaxe, gibt mir einen Punch und ich bin down. Ja, moin, das ist mein Leben in Fortnite, man kennt es. First Chest Starter Pack. Oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, die erste Kiste, die man öffnet, ist einfach immer nur Müll. Wie oft mache ich eine Kiste auf und denke mir, komm schon. Dann kommt raus, diese scheiß SMG, diese kack kleinen Pistolenpatronen, 3 Granaten und ein bisschen Stahl. What the fuck, Leute? Wer braucht bitte zum Anfang an Stahl? Wer braucht überhaupt Stahl, wenn man sich damit keine Sachen kaufen möchte? Die erste Kiste, absolut belastend. Genau das ist immer drin, meine Freunde. Und meistens noch ein Mittelfinger, der rauskommt als Emoji. Eine akkurate Map. Okay, schauen wir mal ganz kurz. You only go here for missions. Absolut. Junk Junction macht man nur, wenn man Missionen machen möchte. Haunted Hill. Kann man auf jeden Fall machen. Gibt es, wie gesagt, eine Menge guten Loot. Time to run across the map. Snobby Shores gehe ich nie runter. Da musst du immer über die komplette Map laufen. Das stimmt einfach, meine Freunde. Tilted Towers, you will die. Es stimmt einfach, in Tilted Towers ist wirklich einfach der Todprogramm. South Silos aren't what you think they are. Okay, auf Anarchy Acres gibt es hier, ihr seht es nochmal eingeblendet, meine Freunde. Diese 2 schwarzen Silos. Das sind keine Silos, sondern, ja. The loot is shit. Yonder Yard. Ich weiß nicht, was Yonder ist. Keine Ahnung. People who land here will more than likely clean up Tilted Towers. Shifty Chefs, Leute, die Leute, die da landen, rennen nach Tilt und rasieren dann durch. Ja, hier oben bei Wailingwoods, 0 von 7 Chests open in Wailingwood. Man kennt die Quest, meine Freunde. Bis dato habt ihr noch, glaube ich, niemand überhaupt geschafft. Gus. Was ist Gus? Ich weiß nicht. Deserves a name on the map. Das stimmt auf jeden Fall. Das sollte definitiv einen Namen hier haben. The cool Anarchy Eckes. Ja, das stimmt. Anarchy Eckes immer sauber erfüllt. Battlefields immer relativ easy. Combines the annoying parts of Loot Lake and Wailingwoods. Überall Bäume und halt viel zu viel Wasser. Ja, Loot Lake brauchen wir gar nicht drüber reden, meine Freunde. Das ist kompletter Müll. Auf jeden Fall eine sehr, sehr akkurate Fortnite-Map mit den Betitelungen hier. Kann ich auf jeden Fall fühlen. John Wick Skins, when you shoot them once. Ohne Witz, meine Freunde. Ihr kennt das auch. Ihr rennt über die Map und denkt das so, okay, yes. Ihr schießt mit der Sniper und hittet ihn für, keine Ahnung, 115. Das heißt, ihr wisst, der Typ hat schon mal kein Schild mehr. Ihr dreht euch eine Sekunde um, guckt vor euch. Dieses Ding steht einfach vor euch. Dieses verdammte Fort steht vor euch. Ihr denkt euch so, wie ist das geschehen? John Wick Skins, Alter, die ziehen innerhalb von einer 30-sekündigen geisteskranken Phase einfach ein riesiges Hotel hoch und ihr steht da mit eurem 1x1-Turm mit eurer Ska und kriegt direkt was Maul, Alter. Wie können Menschen so geisteskrank gut bauen, Alter? Was ist mit denen? Because the comet misses tilted due to bloom. Ah, okay, meine Freunde, kleiner Witz hier, weil die Waffen ja dieses Bloom-Ding haben, wo sie halt immer daneben sprayen, dieses Random-Ding, was hin und her geht. Tilted Towers wurde nicht getroffen vom Meteor, dafür ist alles andere zerstört worden. Finde ich ganz cool, ist eine tolle neue Map, da kann man auf jeden Fall eine Menge mit anfangen. When it's a 1v1 in Fortnite and you do 8 damage with a pump and then you get one shot by a pump. Ohne Spaß. Eben noch passiert, meine Freunde. Zack, 8 damage, 6 damage mit der Pump und dann kriegt ihr einfach einen fucking One-Shot in den Kopf. Oh mein Gott, wie schlimm ist das bitte? Ja, Leute, und da sind wir schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und schaut heute Abend den Stream, der jetzt quasi schon seit einer Stunde läuft. Seit 17 Uhr. Mehr habe ich gar nicht zu sagen, außer...
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Spielt nicht so viel, kauft mein Merch. Auf Wiedersehen. Bye, bye. Tschüss, tschüss.